noch eine weitere Folge vom Bachelor. Oh mein Gott. Ja, aber heute gucken wir nicht, was unser lieber Dominik Stuckmann so macht, sondern was Paul Janke in der zweiten Staffel vom Bachelor so getrieben hat. Crazy. Vielen Dank an RTL und RTL Plus, dass die mir hier die Folge zur Verfügung gestellt haben. Wie immer findet ihr einen Link auf RTL Plus. Gibt es tatsächlich nur einen Zusammenschnitt der Staffel. Das heißt, es ist wirklich super exklusiv, dass ich hier diese erste Folge der zweiten Staffel kommentieren darf. Ich wollte auch gerne die erste Staffel kommentieren, aber das ist tatsächlich eine Sache, die ist aber verloren gegangen. Die erste Staffel, die gibt's nicht mehr, da wird nicht drüber geredet. Die zweite Staffel kam ja dann auch viele, viele Jahre später nach der ersten. Deswegen, es ist ein Neuanfang, würde ich sagen. Und wir lieben ja Paul Janke als Barkeeper bei Bachelor in Paradise. Und ich möchte mir einfach nochmal angucken, wie war das eigentlich damals, als er der Bachelor war? Hier sucht ein Mann die Frau seines Lebens. Mit einer richtig geilen Sonnenbrille. Ich würde mir wünschen, die Frau zu finden, wo ich mich wirklich das erste Mal wirklich richtig verliebe, mit der ich wirklich den Rest meines Lebens verbringe. Der Paule. Ne? Ich liebe auch das Bachelor-Logo, das ist richtig retro. 20 Frauen wollen das Herz des Bachelors erobern. Natürlich. Schaut ihn euch an. Bereits am ersten Abend muss sich der Bachelor von 5 Ladies verabschieden. Man sieht auch einfach, es ist anders geschnitten, es ist eine andere Kommentatorinnenstimme. Es gibt mittlerweile gar keinen Kommentator mehr. Kommentator mehr beim Bachelor, oder? Doch, klar, gibt's. Die Ladies in der Villa. Doch, gibt's. Aber es ist eine andere Stimme. Und schon bald knistert es. Ich will dich. Zoom auf die Hand in der Hose. What the fuck? Das ist doch wohl menschlich, oder? Kann man doch einfach machen, Mann. Ich stehe auf Sexdates. Da sind die kleinen Highlights, um die Leute hier direkt mal zu teasern. Und ich bin angefixt. Wir redeten nur direkt den ganzen Tag. Georgina. Das ist der Anfang von Georgina. Anfang und das Ende. Irgendwie. Wow, dieses Intro. Klar. Fußball, Männer, Autos, Männer. Zum Verlieben würde ich fast sagen, ne? Aber den Song, den kennt man noch. Come on, rock my world. Geil. Endgeil. Besser als dieses komische Intro von diesem Mal, wo die dann nach 2 Folgen gemerkt haben, es funktioniert irgendwie nicht, weil wir die Hälfte aller Frauen jetzt dann rauscroppen müssen. Ich bin Paul, bin 30 Jahre alt und komme aus Hamburg. 30 junge Jahre. Aus welchem Jahr ist das denn? Bachelor Staffel 2. 2012, also ziemlich genau 10 Jahre ist es her. Pauls Ziel ist die Bachelor Villa. Hier wird er in den nächsten Wochen nicht nur wohnen, sondern auch seine Ladies begrüßen. Also diese pompösen Bachelor-Villen, die waren immer ein Thema, ne? Schon heute Abend wird er hier 20 Frauen zur ersten Nacht der Rosen empfangen. It's taking me high. Ich fühle mich wie 2012. Wie alt war ich da? 9. Hä? 19. Ja, da war ich im Club. He's taking me higher. Ich finde es schön, meine Traumfrau hier zu finden. Einen Partner an meiner Seite, wo man sich geborgen fühlt, der einem Sicherheit gibt. Tja, es wird eher eine Partnerin bei den 20 Frauen. Ich hatte bislang 5, 6 längere Beziehungen. Na, so ordentlich. Aber für die richtig große Liebe hat es noch nicht gereicht bislang. Er guckt doch immer so ein bisschen wie so ein süßer kleiner Hund, ne? Und das mag ich an dem Mann. Noch wissen die Frauen nicht, auf welches Abenteuer und vor allem auf welchen Mann sie sich einlassen. We found love in a hopeless place. Rihanna, oder? Ich bin ein Hamburger Jung, bin in Hamburg geboren und auch hier aufgewachsen. Die macht Laune, die Musi. Damals, da war das noch echte Musik. Ich komme aus einem guten Elternhaus. Meine Eltern waren immer für mich da, haben mich in jeder Hinsicht unterstützt. Das ist doch schön. Richtiger Snob. Ich arbeite jetzt seit 2,5 Jahren als Image-Manager. Das bedeutet, ich betreue die Top-Gastronomie in Hamburg. Image-Manager. Brauche ich dich, Paul, für mein Image. Oh, danke. Kann ich dich gleich zurückrufen? Ja, danke dir. Ciao, ciao. Paul Janke, hallo. Ja, kann ich Sie zurückrufen? Hallo, Paul Janke. Ja, super. Hallo. Mhm. Ja, Moment, einen kurzen Moment.
Hi Janke, ja, hi. Paul hat in der Vergangenheit bereits zwei schwere Verluste erlitten. Seine Eltern starben. Oh no, jetzt kommt nochmal. Das haben die schon immer gemacht, ne? So, es muss eine Emotionalität reingebracht werden. Meine Mutter hat damals aber noch 2 Jahre lang den Krebs bekämpft, wo ich zu Hause war und alles gemacht habe. Oh, scheiß Krebs. Klar denkt man, warum gerade Papa? Warum meine Mutter hatte ich jetzt schon, warum Papa? Och Mann, der arme Paul. Paul hat sich von den Schicksalsschlägen nicht unterkriegen lassen. Auch dank seiner Ersatzmama, Gagi. Die Bonusmama, oder? Gagi kennt mich im Grunde seit der Geburt und hat mein Leben komplett mitverfolgt. Und für mich ist es halt wirklich meine zweite Mami. Gagi, dann sag mal dem Paul, dass bitte diese Mütze ist ein No-Go. Aber genug von Paul, jetzt Plauli. Aber genug von Paul, jetzt lernen wir mal die Kandidatinnen kennen. Heute Abend ist es endlich soweit. Sie sehen Paul zum ersten Mal. Wow, wow, wow. Da wird sich geschminkt. Na, wie findest du's? Wow, du siehst aber sexy aus. Steht dir sehr gut. Das Volumen. Es geht nichts, hält bei mir nicht. Wow, du siehst da aber sexy aus. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Ich weiß, es sind 20 Mädels, alle geben ihr Bestes, alle ziehen ihr schickstes Kleid an, stylen sich auf, wollen gewinnen am Ende. Ja, ich will gewinnen. Und? That's halt irgendwo aus the game, ne? Ich heiße Katja, ich komme aus Hannover, bin vom Beruf Versicherungskauffrau und nebenberuflich Fotomodel. Natürlich sind es Models, natürlich. Ich mag es, mich zu präsentieren, Mittelpunkt zu sein. Nein, ich liebe es vor der Kamera. Ja, sagen wir mal, wie es ist. Ich lieb's einfach. Ich bin für die Liebe hier. In meinem Körper mag ich meinen Hintern. Die Fotografen fotografieren mich meistens von hinten. Ich bin Model. Ja. Von hinten Model. Im November 2007 war ich auf dem Penthouse-Cover. Das war das größte Highlight, was ich gemacht habe. Zum einen hat man das Mikro einfach unten gesehen. Fand ich schon mal sehr professionell. Zum anderen Penthouse-Cover was? Vielleicht bin ich die Zielgruppe. Ich weiß, meine Reize einzusetzen und zur Not strippe ich auch. Der Paul kann sich auf einiges gefasst machen. Ich hoffe, dass der echt das auf jeden Fall größer ist als ich. IP2-Nagellacke, erinnert ihr euch noch? Ich hatte alle gefühlt. Weil man trägt ja doch irgendwie mal schon mit ein bisschen Absatz oder so, wenn er dann kleiner wäre. Kleiner ist nicht feiner. Hauptsache, der ist nicht allzu jung. Frauen, die haben Ansprüche. Also durch mein Alter habe ich, glaube ich, nicht mehr oder nicht weniger Chancen als alle anderen, weil wir alle nicht wissen, was es für ein Typ ist. Dieses hohe Alter von 35. Ja, ist total spannend, aufregend, Abenteuer. Aber der P2-Nagellack ist dabei und dann kann nichts schief gehen. Boah, das sieht ja total hübsch aus. Dankeschön. Boah, cool. Soll ich dir das da noch zumachen? Ja, bitte. Boah, ist mega cool. Wow. Wow. Mein Name ist Sissi, ich bin aus Rosenheim und arbeite als Versicherungskauffrau. Hallo Sissi. Ja, hallo Sissi. Wer bist du denn? Ich habe schon mal gedacht, ich habe die große Liebe gefunden, habe mit dem zusammen gewohnt, es hat leider nicht gepasst und jetzt bin ich wieder in mein altes Zimmer gezogen. Sie klingt ein bisschen verzweifelt. Also ich will schon Kinder und will auch verheiratet sein, auch ein schönes Haus und bin schon eher so... Ja, wie man sich halt das so schön vorstellt. Ich denke, eine Sendung, die 10 Jahre alt ist, kann man nicht unbedingt spoilern. Deswegen, ich werde ja nicht jede Folge kommentieren, sondern hier nur die erste. Sissi ist tatsächlich Finalistin. Sie bekommt nicht die letzte Rose. Aber 2012 hat sie noch einen absoluten Hit rausgebracht. Da gucke ich mal rein. Pina Colada. Okay, ich muss es sofort abbrechen. Zum einen, weil es wahnsinnig schlecht Playback gesungen ist und zweitens ist es ein Event von Bild. Wow. Das war aber noch nicht der Höhepunkt ihrer Karriere. 2016 wurde sie Playmate of the Year. 2015 war sie mit Ex-Bayern-Spieler Christian Lell zusammen. Lell, wer ist das? Und momentan ist es eher ruhig bei ihr auf Social Media. Also die große Karriere hat sie nicht gemacht. Ganz im Gegensatz zu unserer nächsten Kandidatin. In Kapstadt hat eine der Frauen mit einem ganz besonderen Problem zu kämpfen. Mit sich selbst. Aber mein Koffer war leider nicht da, der ist irgendwo hängen geblieben und kam dann ganz verspätet an. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen in Eile, aber ich schaffe das noch. 21 war die da. Baby. Also ich möchte schon, dass wenn ich mit einem Mann zusammen bin, dass er mir einiges bieten kann. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Also ich mag keine Männer, die sich irgendwie von Frauen aushalten lassen. Das finde ich unmännlich einfach und unattraktiv. Aber die ist schon immer on brand, ne? Da hat sich nichts getan. Unmännlich. Das trifft auf Paul sicher nicht zu. Nein, denn er fährt Motorrad. Ich genieße mein Leben. Das heißt, nicht
Arsch hoch Amerika. Was? Arsch hoch Amerika. Aber manchmal muss man einfach das machen, wozu man jetzt Bock hat. Und das ist einfach mal Gas geben. Wenn man jetzt Bock hat, sich eine Maschine zu kaufen, dann soll man das machen. Ja, wenn man das Geld hat, vielleicht. Und einige haben sich für die erste Begegnung mit dem Bachelor etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Oh, noch eine zweite Schicht Mascara oder was? All inclusive. Das ist das Geschenk für den Bachelor. Und jetzt wollte ich dich mal fragen, wie du es findest. Was kommt jetzt? Das ist eine Kussmundpraline. Eine was? Eine Kussmundpraline. Eine Kussmundpraline? Was ist? Also ich wünsche mir auf jeden Fall einen einfühlsamen Bachelor, der mich so nimmt, wie ich bin. Sabrina aus Nürnberg. Und dann schenkt die ihnen so eine Praline, die irgendwie einfach so sieht wie so Vulva-Lippen. Weil es in meinen Beziehungen bis jetzt immer so war, dass es nicht übers Küssen hinaus ging. Eine Jungfrau. Nicht vom Sternzeichen, vielleicht auch. Ich mache eine Schauspielausbildung in München, bin Fotomodel und Moderatorin. Das hat wohl nicht so geklappt. Early morning, she wakes up, knock, knock, knock on the door. Das bin ich, mit 20. Das ist doch Lucky von Britney Spears. Early morning, she wakes up and she knock, knock on the door. Wow. Also Singen ist eigentlich schon eine Leidenschaft von mir. Same. Isn't she lovely? Isn't she lovely? Von der Musik her jetzt alleine finde ich Britney Spears cool. She's a lucky. Das ist die Polizei, die kommt und die verhaftet, weil das ist zu cringe. Hä, 2012 war doch Lucky von Britney Spears auch gar kein Thema mehr. Moment, der Song, der ist von 2000. Die ist einfach 12 Jahre hängen geblieben. I'm sorry. Das ist schon eine harte Nummer. Ich bin sehr heimatverbunden. Ich liebe meine Heimat über alles. Deswegen bin ich auch Werbegesicht der Stadt Erlangen geworden. Bitte. Ich kann das gerade wirklich nicht glauben, was hier passiert. Dem Fahrrad radel ich dann durch die Straßen und möchte meine eigenen Kussmundpralinen verteilen. Entschuldigung, aber das sieht nicht aus wie Kussmünder und es ist alles eine Katastrophe. Das Ziel der ganzen Geschichte ist eigentlich, dass ich auch wieder so ein bisschen auf die 50er hinaus möchte. Also ich möchte auf mich aufmerksam machen und ich möchte diesen Look auch verkörpern. Warum hat sie nur ein BH an? Möchten Sie von mir eine Kussmundpraline haben? Natürlich. Bitte schön, extra für Sie. Bitte schön. Bitte schön, es ist gar nicht kalt. Oh, der Opa auch nur so, ich hätte lieber direkt einen Kuss. Sabrina meint es ernst mit der Liebe. Mit allen Konsequenzen. Das bedeutet? Dadurch ist es eigentlich auch nie zu der bestimmten Sache gekommen, weil einfach der Richtige noch nicht dabei war. Das liegt daran und nicht daran, dass sie immer noch Britney Spears Lucky als Lieblingssong hat, den auch viel zu oft performt und Kussmundpralinen macht und diese dann in Nürnberg verteilt, obwohl sie das Erlanger Gesicht geworden ist. Damit hat es sicherlich nichts zu tun. Ich denke mal, für einige Frauen könnte ich der Traummann sein, für einige auch nicht. Hey, und es ist nicht schlimm, wenn ihr euch dazu entscheidet, keinen Sex zu haben oder noch nicht zu haben oder whatever. Das will ich damit gar nicht sagen. Ich will nur sagen, die ist einfach durch und durch weird. Also ich bin jetzt nicht einer von der Stange, sondern ich bin schon irgendwo ein Typ. Klar, ist Imageberater, weiß, wie er sich zu verkaufen hat. Sex ist für mich wichtig. Gut, haben wir das geklärt? Schauen wir mal, wie Sabrina bei ihm ankommt. Ich glaube, dass das losgelöst vom Single-Sein auch in einer festen Beziehung ein großer Bestandteil ist und deshalb einfach auch wichtig für die Harmonie ist. Da würde ich persönlich ihm zustimmen. Ich bin gespannt, wie das aufeinandertreffen wird. Die Frauen haben ihre Vorbereitungen abgeschlossen. Vom Hotel werden sie nun jeweils zu zweit zur Villa gefahren. Da muss ja das Konzept auch erstmal erklärt werden, ne? Paul kühlt sich vor dem großen Abend schnell nochmal ab. Ein Date mit 20 Frauen ist etwas ganz Ungewöhnliches. Klar, muss man da den Bachelor auch nochmal nackt zeigen. Mittlerweile sind es ja immer so ästhetische Shots, so mit Musik. Da ist es einfach so, nee, Beleuchtung ist zwar unvorteilhaft, aber pff, wir haben den Shot. Total romantisch. Ja. 1000 Kerzenlichter. Oh, er ist blond. Oh,
So klang das ein bisschen. Oh, er sieht gut richtig aus, gut ja. aus. Die erste, die rausgeht, ist Sissi. Hallo. Hallo, ich bin Sissi. Hallo. Freut mich. Dass wir uns endlich kennenlernen. Aber ich habe so kalte Hände, dass du nervös. Wie so die Hand greift. Woher kommst du, wenn du fragst? Bei München, aus Rosenheim. München. Ah, ja. Okay. Du? Ich komme aus Hamburg. Das ist ja gleich um die Ecke. Schön, wunderschön. Siehst sehr gut aus. Gleichfalls kann ich nur zurückgeben. Die stehen irgendwie so einen Schritt zu nah aneinander, ne? Ich habe das Gefühl, die knutschen gleich. Na? Ja. Geh ruhig schon mal in mein Haus. Mhm. Fühl dich wie zu Hause, nimm dir was zu trinken. In mein Haus? Das ging schnell. Reinkommen. Wow, es ist unangenehm. Wow, danke schön. Was für ein Gentleman. Hi. Paul. Katja. Katja, freut mich. Wow, danke schön. Was für ein Gentleman. Du hast ihn noch gerufen, dass er dir die Tür aufmacht. Wow, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Das ist sowas liebe ich. Ein Gentleman, der mir die Tür öffnet. Wow. Wow. Ist nicht ihr Ernst. Danke. Sonst nimm doch schon mal Platz. Ja. Geh in mein Haus. Ja. Ich hab gar keinen Bock auf die. Wow. Ist das nicht geil hier? Wahnsinn. Ist der Typ nicht toll? Hammer. Wie findest du den Typ? Ist mir doch egal. Es ist geil hier. Was für ein Typ überhaupt? Ich glaube, er ist auch Model, oder? Ich glaube schon. Also wenn nicht, dann wäre es schade drum. Wer ist heutzutage nicht Model? Oder auch vor 10 Jahren? Anscheinend alle. Aber es ist ein Mann, in den könnte ich mich verlieben. Wir alle. Wir alle können uns in den verlieben. Ich bin die Alexandra oder auch Alex, wie immer du sagen willst. Ganz crazy, kannst mich auch Alex nennen. Ja, crazy. Mhm. Unser erster Augenblick war ein bisschen magic, würde ich sagen. Das ist fast wie bei Jana Maria und Dominik. Servus. Paul. Jana, hi. Wie war dein Name? Jana. 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 Ja, die stehen auch echt nah voneinander. Jana, ja, Jana. Wo kommst du her? Aus Hamburg. Aus Hamburg? Mhm. Nie gesehen. Ich komme auch aus Hamburg. Echt? Ja. Ja, geil. Wer steht denn so nah an jemanden? Ja, okay. Echt? Hallo. Rina, schön, Paul, dich kennenzulernen. Ich habe dir eine Kleinigkeit mitgebracht. Ja. Es ist mein Jungfernhäutchen, meine meine Kussmundlippenpralinen. Eine Kussmundpraline. Okay. Und man sagt ja, Liebe geht durch den Magen. Sehr schön, vielen Dank. Ja, bitteschön. Nein. Eine Kussmundpraline. Es ist einfach eine Praline als Mund. Ja. Sie hat sich so gefreut und er ist so ganz gar nicht verstanden, ne? Ich verstehe es. Vielleicht teilen wir uns die Kussmundpraline auch. Jeder kriegt eine Hälfte von der Lippe. Als nächstes kommt die liebe Anja und das ist tatsächlich am Ende die Gewinnerin. Das ist so, dass sie tatsächlich schon einen Tag nach Ausstrahlung der Sendung die Trennung bekannt gaben. Sie ist jetzt Influencerin und Social Media Expertin mit einem DJ zusammen und führt mit diesem eine Social Media Agentur. Anja Polzer Official, Social Media King, 45.000 Followers, ist okay. Also finde ich jetzt weder sonderlich geil noch sonderlich schlimm. Ich finde es immer schwierig, wenn man sich als so Social-Media-Expertin ausgibt. Finde ich einfach irgendwie eine komische Bezeichnung. Aber vielleicht ist sie das ja auch und ich sehe das jetzt nicht auf den ersten Blick. Aber ist sie es dann, wenn ich es nicht auf den ersten Blick sehe? Wisst ihr, was ich meine? Hallo. Hallo. Guten Abend. Freut mich sehr, dich kennenzulernen. Ich bin die Anja. Gleichfalls. Also irgendwie war das damals anders? Wie ist es jetzt wegen Corona, dass wir weiter weg voneinander stehen? Die stehen alle mal sehr nah aneinander. Gut schaust du aus. Dankeschön. Also. Ja. Geh rein. Mach ich. Nimm dir was zu trinken. Entspann dich. Na, ganz so nah wie die andere. Jana nicht. Die fand er gut. Da kann man schon von lecker, lecker sprechen. Nee. Hat er nicht gesagt. Ja. Und gefällt er dir? Er hat eine sehr sympathische Ausstrahlung auf jeden Fall, ja. Sehr diplomatisch. Ja, das ist auch ganz, ganz blonde. Lecker, lecker.
Die Sissi ist schon... Wenn er noch Franz heißen würde, dann wäre das Franz. Oh, ist nicht der Franz. Jetzt kommt aber unsere Georgina. Oh, sie ist schön. Hoffentlich hat er eine Putzfrau in der Küche. Ich hab Hunger. Das ist das Wichtigste. Guck mal, hier die Lichter einfach. Ich glaube, die Georgina meinte, die ist da hingegangen und war so, ich werde jetzt Social Media gab es ja noch gar nicht so richtig, oder? Ich werde jetzt Reality Star. Scheiße. Oh mein Gott. Der sieht ja aus wie mein Sohn. Ja, das. Beste Antwort, sieht aus wie mein Sohn. Aber der ist schon süß, der lächelt voll hübsch. Der muss er ja. Gucken wir mal, was die Georgina so on the table bringt hier. Ist sie aus der Zahnpasta-Werbung oder was? Sie hat sogar was dabei. Aber der strahlt mich voll an. Ich hab das genau gesehen. Der hat mir vorne ins Auto reingelächelt. Wir können direkt zusammen durchbrennen. Ich hab dir was mitgebracht. Ich bin Georgina. Freut mich. Georgina? Georgina, genau. Paul. Hi, freut mich. Paul, schöner Name. Ich hab dir eine Flasche Champagner mitgebracht. Das ist eine Quasselstrippe, ne? Und die können wir irgendwie zusammen trinken, wenn du möchtest. Ja, sehr gerne. Wenn du drauf hast, aber ich bringe ein schönes kleines Gastgeschenk mit. Georgina wohnt übrigens mittlerweile in Dubai, war im Dschungelcamp und im Sommerhaus der Stars, hat eine Tochter mit Kubi, mit dem sie nicht mehr zusammen ist. Ich wollte fast leider sagen, aber ich glaube, das kann ich mir ersparen. Erstaunlich, sie zeigt nicht das Gesicht ihrer Tochter. Good for the child. Ach süß, aber es sind ja süße Fotos. Die machen sich eine gute Zeit, ne? Na klar, war die auf den Malediven. Klar, süß. Also ihr Social-Media-Account ist deutlich sympathischer, als ich es jemals erwartet hätte. Magst du den Champagner gerne trinken? Ja, sehr gerne. Auf sehr gerne. Nur Champagner. Kein Wasser, sonst nur Champagner. Kann man eigentlich ins Auto reingucken, nee, ne? Doch, ein bisschen. Doch, ne? Weil du hast mich schon so angelächelt. Genau. Das habe ich gesehen. Man kann so ein bisschen, wenn das Licht angeht, kann man so ein bisschen ins Auto schielen. Auch wieder so nah. Soll ich schon mal den Champagner kalt stellen? Das wäre eine super Idee. Super, oder? Dass sie ihn wieder aus der Hand nimmt. Vom Typ her ist er eigentlich nicht so meiner, weil er blonde Haare hat und mir eigentlich eine Nummer zu klein ist. Aber für die Sendung bleibe ich. Aber man muss ihn kennenlernen. Ich finde halt einfach, der hat so eine sympathische und positive Ausstrahlung. Das finde ich ganz toll. Klar, dieser Charakter. Oh, ich brauche auch einen Champagner. Ganz dringend, voll der Schock gerade, ne? Ich habe erst eine Flasche Intus. Oh, voll dringend. Haben wir auch Buffet und so? Ich habe so Hunger. Das ist ihre Show, ne? Oh, ist geil! Übrigens, ne, über Alkoholismus, das ist eine ernstzunehmende Sache. Das ist nicht witzig. Ich kann aber jetzt nicht sagen, ob sie damals schon ein Alkoholproblem hatte, ob sie jemals eins hatte. Es kam natürlich in diversen Sendungen ein bisschen so rüber. Und mit ein bisschen meine ich sehr stark. Und ich hoffe, sie hat sich Hilfe gesucht und ihr geht's gut. Und dem Kind geht's gut und alle sind glücklich. Hallo. Hallo, ich bin Yvonne. Ich freue mich, dich zu sehen. Hallo, Yvonne. Und hat mir die Hand entgegengestreckt, so ein bisschen distanziert, schüchtern, zurückhaltend. Auch ein bisschen wie eine Lehrerin. Es war schon ein besonderer Moment, dass wir länger als normal die Hand gehalten haben beim Hallo sagen. Das war für Sie was Besonderes, ne? Ey Leute, ist das nicht mal ein geiler Typ? Die Frauen sehen aber auch teilweise wild aus, ne? Ich bin Veronika. Also die sehen aus wie Veronikas, ja. Veronika von der Figur einfach... hammermäßig. Aber das war der Style damals. Also wirklich Sexy Peel, Hohlkreuz. Sexy Peel. Alter, ich wusste, er hat lange Haare. Ich wusste es. Ja, lang. Relativ, ne? Hab ich das gewusst? Ich hab's gewusst. Super. Ich wusste, das ist so einer mit langen Haaren. Sind es schon lange Haare? Frage. Ha! Das war ihr sehr wichtig. Hatte ich recht. Richte mal meine Maps auf. Ja, jetzt geht's los. Ich bin Mary, bin Lehramtsstudentin. Warum sehen die denn alle aus wie 40 und das sind Studentinnen? Ich habe auch keinen großen Luxus, wo ich mit prahlen könnte. Oder kommt mir das nur so vor? Warum? Warum ist das so? Weil die so einen Style haben, ne? Ich habe nichts Besonderes an mir, wo ich jetzt sagen könnte, ich habe einen besonders guten Job. Ist auch ein bisschen traurig. Bei mir gibt es echt gar nichts Besonderes. Ich bin so nur noch 15. Es muss keine Intelligenzbestie sein. Also ein einfacher Mann aus dem Volk tut's auch. Also mir ist wichtig, dass... Also der kann auch dumm sein. Auch Mary selbst legt die Hürde für ihren Traummann eher niedrig. Das ist so traurig irgendwie, das ist so weird. Ich brauche jemanden, dem ich was kochen kann und für dem ich einfach was Gutes tun kann. Und dann hoffen wir mal, dass es irgendwie klappt. Ich möchte den Bachelor doch ganz gerne kennenlernen. Wie so ein Schluck Wasser. Mach doch nichts. Die Musik und das Outfit und alles, ich frage mich, hat sie das... sich selber ausgesucht oder hat da das Produktionsteam gesagt, hey, das wäre doch eine geile Idee. Nicht, dass ich irgendwie das mit Absicht so gewählt hätte. Sondern? Ich bin Physikstudentin in Darmstadt. Vielleicht hat sie einfach auch gedacht, das ist eine gute Idee.
Aber wisst ihr, es ist schon sehr Klischee. Die Familie lief von Anfang an schon nicht besonders gut, weil ich als Mädchen geboren wurde und mein Vater lieber einen Jungen haben möchte. Oh Mann, das ist auch immer richtig traurig, ne? Ich habe sehr viele Wunden und Narben in mir. Und das hat mich insofern auch so verändert, dass ich mich als sehr charakterstarken Menschen sehe, als ehrgeizig. Mal gucken, wie der Bachelor das findet. Die ersten 18 bin ich sehr, sehr zufrieden mit, waren einige Hot Chicks dabei. Und das ist das Wichtigste, dass sie heiß sind. Wo sind wir denn hier alle? Das ist so logisch. War deine Traumfrau schon dabei oder darf ich auch noch rein? Der Spruch, der hat gezündet. Nicht. Nein. Das ist nicht mein Typ. Trotzdem hat sie sich die Blöße für diesen Spruch gegeben, ja? Es gibt Bilder von mir, da ist mein Pony genauso. Nur ehrlich gesagt noch schlimmer geschnitten, der geht dann so hoch. Das waren schlimme Zeiten. Ganz, ganz heiß. Das ist eine Katastrophe. Da entsteht schon eine gewisse Wallung, wo man Lust auf mehr bekommt. Das macht Lust auf mehr, ich möchte fast Bingo rufen. Und hier eine Compilation mit allen Frauen, denen er auf den Arsch geguckt hat. Er ist auf jeden Fall ein Arschtyp. Jeder hofft natürlich, dass er mal mit ihm reden darf. Aber so untereinander verstehen wir uns noch alle gut. Dass sie die Möglichkeit hat, mit ihm ein Wort zu wechseln. Seltsame Situation mit 20 Frauen hier. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr da seid. Wir uns auch. Der Paul, ich glaube, dass er so ein Typ ist, der Angst vor mir hat, ein bisschen. Und er ist auch ein bisschen überfordert. Aber ich glaube, der will mich f***en. Deswegen findet er mich relativ interessant. Dieses zusammengefasst hat. Ich lieb's. Bei dir jetzt irgendwie auch gedacht, dass du Zwilling bist? Dass ich Zwilling? Zwilling. Nein, ich bin Jungfrau. Hey, sie auch. Also dieser Schlitz. Der Schlitz? Der da. Der guckt mich die ganze Zeit an. Aber ihr flirtet oder was? Sabrina und Jinjin haben offensichtlich ihren Spaß. Brauchen die beiden Paul überhaupt noch? Ja. Nee. Junge Dame. Darf ich? Natürlich. Etwas Wundervolles erwartet ich. Warum ist es so krass sexuell? Linda hat sich heute echt ein bisschen billig gegeben. Georgina hat auf jeden Fall wieder Gas gegeben an der Flasche. Dieses Kleid, was sie anhat, das ist halt echt komplett. Ey, das ist nicht daneben gegriffen, das ist irgendwie ins Klo gegriffen oder so. Die sagt, was sie denkt, ne? Also, nee, die Jinjin, die ist null Konkurrenz. Ich glaube, die ist so 10 Euro auf dem Teilstrich. Das hat sie nicht gesagt, Leute. Das hat sie nicht gesagt. Und das ist es mit Georgina. Die weiß nicht, wo die Grenze ist. Die hat witzige Sprüche, aber manche, die schießen sowas von übers Ziel hinaus und über alles, was mit Geschmack zu tun hat. Ich würde sowas nicht mehr als Badeanzug oder als Bikini tragen am Strand. Das geht gar nicht. Können wir uns nochmal die Maledivenbilder angucken? Das ist sowas von unter meinem Niveau. Das kann ich gar nicht beschreiben. Ja. Immer geil, wenn man sich selber besser redet, indem man andere schlechter redet, oder? Ich mag ja nicht lästern oder so, aber ich meine, das ist ja wirklich echt heftig, ne? Ich möchte ja nicht lästern, aber ich läster. Das wird kalt. Soll ich deine Decke holen? Würdest du mir deine Jacke geben? Oh, wow. Trick 17. Aber natürlich. Dann weiß ich auch, wie du riechst. Und zwar geil. Dein Parfüm gefällt mir. Ja? Die geht ran, ne? Weißt du, ich sehe mich nicht als einfach ein Objekt, was du dir aussuchen kannst. Eine Frau von vielen, die du dir einfach auswählen kannst. Mich musst du auch beeindrucken, damit ich mich für dich entscheide. Ja, nur so, nee, das ist nicht die Sendung, ich entscheide mich für dich, wenn dann. Ja, wie spielst du ein Spielchen mit mir? Das tue ich. Wow, das ist irgendwie eine ganz komische sexuelle Sache und ich möchte nicht Teil davon sein. Ich würde mich mal gerne mit dir unterhalten. Guck mal, da pickt er sich seine Gewinnerin, die Anja, direkt mal am ersten Abend raus. Pick, pick. Erzähl mal von dir. Ich bin eigentlich Lehrerin. Was heißt eigentlich? Eigentlich Lehrerin, weil ich nicht in meinem Beruf arbeite. Jetzt bin ich ja hier. Es wurde hier schon über mich behauptet, ich hätte keine Kochtöpfe. Und? Stimmt denn das? Nein, es stimmt. Ich habe Kochtöpfe. Ich benutze sie nur nie. Was hat das mit den Kochtöpfen alles zu tun? Was, wo, wie, ha?
optisch auch echt mein Typ. Aber nicht nur das Aussehen war da wirklich, wirklich gut, sondern auch die sympathische Art. Der hat sich am ersten Abend für die entschieden quasi, ne? Bleibst du mal kurz sitzen? Ich komme gleich wieder. Kriegt die jetzt die erste Rose und dann die letzte? Aber ich muss sie noch einmal ganz kurz entführen. Klar, natürlich. Ein Zeichen, dass ich es nicht langweilig dir fand, würde ich dir gerne eine Rose geben. Das ist krass, oder? Krass. Sehr gerne. Ja? Ja, vielen Dank. Die allererste Rose. Das heißt, die nächsten 10 Folgen, die hätten wir sich sparen können. Voll süß, oder? Voll süß. Die Rose hätte mir auch gut gestanden, aber ich finde es jetzt nicht schlimm, dass ich nicht habe oder so. Ich bin ja nur eifersüchtig oder neidisch. Hauptsache, ich habe Champagner. Alle reißen sich um den Bachelor. Jede möchte ihm beim Tanzen näher kommen. We're in Saint-Tropez! Oh yeah! Der Song hat noch gefehlt auf meiner Playlist. Das ist krass 18er Disco-Vibes für mich. Honey in the Friday night, too much money in the bank account. Geil. Wow. Wow. Das war mein Song. Das war unser Song. Wir waren immer in der Disco. Wir sind nicht eingebildet, wir sind vergeben. Das haben wir gesagt. Okay, wir machen weiter. Katja wollte gerne tanzen. Ist auch ein ganz, ganz heißer Kandidat. Ist sehr keck. Freche Maus. Und hast du Spaß hier? Jetzt gerade? Oder meinst du im Allgemeinen? Jetzt gerade. Aber ich könnte auch bei beiden Ja sagen. Nein, ja, meine ich. Oh, das ist krass. Also das ist so ein Unterschied, wie sexuell diese Staffel ist im Vergleich zu allem, was man jetzt sieht. Das ist ja richtig prüde, was er jetzt ist. Also ich finde es nicht schlecht, dass es so prüde geworden ist, aber das ist ja wirklich unangenehm. Ich denke, unser Date war zu kurz. Ja? Ja. I have never dreamed it. Have you ever dreamed a night like this? Aber ganz ehrlich, die kann das echt tragen, so ein kurzes Ding. Sieht echt heiß aus. 100%. Ja, aber die Musikwahl zu I have never dreamed. Das ist weird. Da hätte ich eher nochmal Saint-Tropez angemacht. Chin-Chin hat schon beim Tanzen angedeutet, dass sie weiß, wie sie ihre Hüften bewegen muss. Das ist eine Tänzerin, ne? Und gerade in Bezug auf Sex, glaube ich, weiß sie ganz genau, wo der Hase langläuft. Da hat er Bock drauf. Ich bin nicht eine Frau, an die du so leicht rankommst, okay? Just look, but don't touch. Ob es jetzt nun im Bett endet oder vor dem Traualtar, das kann ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen. Naja, eigentlich schon, weil du hast ja schon für Anja entschieden, aber gut. Für die Fortsetzung braucht sie weibliche Unterstützung. In Katja findet sie eine willige Gleichgesinnte. Oh Gott, jetzt tanzen die beiden miteinander. Oh nein. Wird das Video gleich entmonetarisiert, weil das so heiß ist? Hey, 2012 war das anscheinend noch okay. Ich mag dieses Entertainment, ja. Und ich mache auch gerne Prostituierte um mich herum. Ich finde es irgendwie witzig. Georgina schafft es, Leute so gut zu beleidigen. Wow. Das ist so daneben. Warum, ist meine große Frage. Sie hat den Eiswürfel genommen, es war gerade so eine heiße Atmosphäre. Und sie hat ihn mit dem Rücken entlang runterlaufen lassen. Das war schon ein cooles Gefühl. Zum Abkühlen, toll. Ich bin ein sehr mitfühlender Mensch. Und ich habe gesehen, dass es ihr warm wurde. Also möchte ich ihr ein bisschen entgegenkommen und etwas abkühlen. Sag ich doch, es ging nur darum. Ich muss jetzt leider noch eine Entscheidung fällen. Insofern werde ich mich jetzt gleich einen Moment zurückziehen. Georgina trinkt noch mal ein, zwei Gläschen. Also ich habe natürlich für 20 Mädels, so ist ganz klar, dass er ich hier relativ viel Konkurrenz habe. Echt, für Georgina gibt's Konkurrenz? Also in meinem Kaliber ist das keine Konkurrenz. Die Mädels sind ganz anders als ich alle. Ach so, doch nicht, Entschuldigung. Sehr, sehr schwer. Ich hatte einen tollen Abend. Sehr viel Spaß mit den Mädels. Das ist der Anfang von diesem komischen Balkon-Frauenshot. Bei meiner Entscheidung spielen zwei Sachen eine Rolle. Klar, zum einen das Aussehen. Und wie hot sie sind. Zum anderen der Charakter. Ach so, ja, meine ich doch. Zunächst einmal möchte ich mich bei euch bedanken für den super netten Abend mit euch. Ja, gern geschehen. Ich fand's auch entertaining. Die erste Rose habe ich schon bei meinem Date mit Anja vergeben.
Und wir können auch hier aufhören. Ich denke, wenn er Geschmack hat und Stil, dann wird er sich auf jeden Fall auch für mich entscheiden. Die erste Rose geht aber an. Manuela. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Ich wusste gar nicht, wer es ist. Manuela, schöne Augen, muss ich sagen. Hat er schon wieder auf den Arsch geguckt, oder? Martha, Jana, Veronika, Marie, Annabelle. Gut, die eine hat auch die Rose bekommen. Der fand ja auch von am Anfang schon mein Kleid ganz toll. Und das ist ja mal das Wichtigste. Womit wieder einmal bewiesen wäre, die richtige Garderobe kann unter Umständen ein ganzes Leben verändern. Schon wieder auf den Arsch geguckt. Und die betonen das sogar, indem sie nochmal drauf zoomen. Chin-Chin, Olia, Nathalie, Bernadette, Yvonne, Katja. Klar, Katja auch. Zuerst hast du ein bisschen schüchtern gewirkt, aber beim Tanzen haben wir dann gesehen, dass du doch gar nicht so schüchtern bist. Bin für Überraschungen immer gut. Georgina. Georgina. Sie hat dann auch damals nicht verbessert, ne? Ja. Wow, die Leitung ist sehr lang und sie kann nur sehr langsam nach vorne gehen. Ui. Das ist meine letzte Rose. Und die geht an? Sabrina, Laura, Luisa, Petra, Alexandra oder doch Sissy? So viele gehen direkt am ersten Abend, wenn nur eine Person jetzt noch eine Rose kriegt. Und die Rose würde ich gerne an Sissy geben. Nein, das heißt auch, dass Sabrina von Paul Janke nicht entjungfert wird. Schade. Das ist so gemein, das ist so gemein. Leider muss ich mich von den anderen 5 Damen verabschieden. Ordentlich aussortiert. Die Enttäuschung ist groß. Jetzt achten wir mal auf Manuela. Der Traum, die große Liebe in Südafrika zu finden, ist zerplatzt. Wo bin ich hier eigentlich? Ich weiß nicht, es hat irgendwie nicht gepasst. Da war, ist irgendwie nicht der Funke übergesprungen. Also auch von meiner Seite aus nicht. Nee, ich wollte auch wirklich nichts von dem. Kann ich die Praline wieder haben? Auf eine schöne Zeit in Kapstadt. Die hatten die auf jeden Fall. Cheers auch von mir an euch. Ich fand es super interessant. Falls ihr noch eine Idee habt, welche erste Folge oder so ich mir mal von einem anderen Format angucken soll, schreibt mir das sehr, sehr gerne. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem wieder einen Daumen hoch. Und wir sehen uns dann nächste Woche. Ciao. Oder am Sonntag.